Sonne über mir, die wahre Sonne vor mir. Zeig mir zur Abendzeit den Weg. Die wahre Sonne über mir. Du musst Zavoha sein. Die wahre Sonne vor mir. Zeig mir zur Abendzeit den Weg. Nein. Das Gefäß muss für die Vision völlig leer sein. Du brauchst keine Vision. Du brauchst medizinische Versorgung. Auf dem Weg hierauf habe ich gesehen, wie brüchig er ist. Hast du dich beim Aufstieg verletzt? Mein Schmerz. Er gehört zum Ritual. Du bist schwer verletzt. Und deinen Leuten läuft die Zeit davon. Den Sturmvogel anzustarren bringt überhaupt nichts. Du begreifst das Omen nicht. Er fiel hier beim Signalturm. Ich muss nur den düsteren Pfad sehen. Und meine Leute finden ihre Heimat. Hör zu. Lukasha tut da unten ihr Bestes, aber Maschinenangriffe, wütende Osaram. Der Orden hat Angst, Savoha. Der letzte Glanz der Abendzeit wird die Angst auflösen. Ich glaube nicht. Was glaubst du, was hier passieren wird? Dass die Sonne dir etwas zeigt, wenn du lange genug hier sitzt? Den Weg zur neuen Heimat. Die gefallene Maschine bedeutet, dass der Sturm vorüber ist. Und Erlösung naht. Oder dass ein Osaram sie über einem alten Turm abgeschossen hat. Deine Lunge ist verletzt. Gebete heilen das nicht. Die Sonne gibt mir Kraft. Und ich bin fest im Glauben. Der Blutverlust sollte dir mehr Sorgen machen. Deine Leute machen sich Sorgen um dich. Sie brauchen eine Bleibe. Sicherheit. Die wahre Sonne über mir. Die wahre Sonne vor mir. Zeig mir zur Abendzeit den Weg. Ich glaube, du starrst die ganze Zeit deiner Erlösung ins Gesicht. Die wahre Sonne über mir. Ich muss zu diesem Sturmvogel und sein Herz holen. Ein Sturmvogelherz ist viel wert. So viel, dass alle Flüchtlinge satt werden könnten. Und seine Antwort ist ein Sonnenstich und Gebete? Warum denkt jeder Priester, den ich treffe, dass blinder Glaube die Antwort auf alles ist? Ein Färber kann das gebrauchen. Der Osaram, der die Flüchtlinge beobachtet hat, will vermutlich Tolland holen. Ich muss sie hier wegbringen, bevor er zurückkommt. Da.
Mit dem Herz sollte der Orden eine Unterkunft bezahlen können. Etwas Essen und frische Kleidung würde auch nicht schaden. Okay, das war dann wohl die letzte Linse. Ich sollte mit Rayna handeln, wenn ich wieder in Fahrlicht bin. Saboha? Wie geht es dir? Ich muss dorthin zurück. Saboha? Ich schätze, du hast dein Bestes getan. Ruhe in Frieden. Ich bringe deine Leute in Sicherheit. Ich sollte Lukascha informieren und ihr das Sturmvogelherz geben. Komm schon, mach doch keine Frage. Geh aus dem Weg. Nein. Da ist Holland mit seinen Schlägern. Ich will großzügig sein. Ich gebe euch eine letzte Chance. Macht es euch leicht und verschwindet einfach. Wir lassen dich hier nicht durch, Osaram. Wenn du ein Blutbad willst, liegt das auf deinem Gewissen. Wirklich typisch, Karja. Immer müssen sie alles komplizierter machen als nötig. Okay, Jungs. Ihr habt's gehört. Macht euer Gewissen bereit. Moment mal, Tolland. Du schon wieder? Also, ich verliere langsam die Geduld. Ich hab den Sturmvogel abgeschossen. Die Beute gehört mir. Mir ist egal, wer mir im Weg steht. Nora, Wilde oder zerlumpter Schatten, Karja. Ich hol sie mir. Also, soweit ich weiß, besagen die Gesetze, wer etwas findet, darf es behalten. Das bin in dem Fall ich. Oder nicht? Du willst das Herz? Ich hab den Sturmvogel erlegt! Oder nicht? Das stimmt, Boss. Verdammt, Luft, sei still! Okay, du gewinnst. Hey, mir geht's super. Ich brauch die Beute ohnehin nicht. Aber diese Leute können jede Hilfe brauchen. Also los, Jungs. Zurück nach Kettenkratz. Ich brauche einen Drink. Aloy, und wieder danken wir dir. Bitteschön. Nimm dieses Herz. Kauf damit Essen, Kleidung, Unterkunft für dein Volk. Vielleicht sogar Land für eine neue Heimat. Ich... Das ist... So etwas entscheidet Saboha. Nein, es... Tut mir leid, Lukascha. Saboha kommt nicht wieder. Es tut. Ja, das ist hart. Aber dein Volk braucht einen Anführer. Geh nach Kettenkratz. Such dort die Schmiedin auf, Petra. Gib ihr das Sturmvogelherz. Sie kümmert sich um dich und dein Volk, bis du wieder auf den Beinen bist. Geh deinen Weg. Ich versuche es, Aloy. Was bleibt mir übrig? Hier, bitte nimm das hier. Es ist nicht viel, aber hoffentlich hilft es dir ein wenig. Dann auf nach Kettenkratz.
Nein, das ist nicht. Kann nicht sein. Tut mir leid, ich bin sofort bei dir. Das ist nicht nur eine schlechte Idee, das ist gemeingefährlich. Das ist eine Waffe. Darum geht's doch. Aber doch nicht für den Benutzer. Jetzt sei einfach still. Wo waren wir? Da. Gut, Du wirkst auf mich wie eine Frau, die immer nach neuen Waffen sucht. Habe ich recht? Eigentlich will ich... Ja. Kannst du das lassen? Ich habe hier eine Kundin. Ich bin keine Kundin. Ich hab's! Dreifaches Pulver und der Läufer lernt fliegen. Baboom! Ein Schuss reicht. Garantiert. Vielleicht doch. Dann bist du zur richtigen Zeit am richtigen Ort, Rotschopf. Wie wäre es, wenn du stolze Besitzerin des ersten maschinenverbesserten, explosiv wirksam maschinenvernichtenden und doch absolut sicheren Speerwerfers wärst? Seid ihr beide aus der Gegend? Nee, aus dem Anrecht. Dad schickte uns her, um neue Chancen zu entdecken. Er sagte, wir würden sie schon finden. Klingt nicht gerade begeistert. Naja, noch einen Handelsposten für meine Eltern zu eröffnen, ist nicht gerade mein Lebensziel gewesen. Allein unterwegs zu sein, ist bestimmt schön. Also ist sie deine Partnerin? Mein Lehrling. Und meine Schwester. Ihretwegen sind wir hier. Es gab einen Vorfall. Noch einen Vorfall. Etwas mit Sprengstoff? Ba-boom! Und mit Dads selbstgebrautem. Am Tag drauf sollten wir gehen. Ha. Erzähl mir doch mehr über eure Waffe. Als Kind sah ich eine Schriftrolle von einem Kaja-Gelehrten, der nach Westen zog. Darin war ein Bild eines Tenarkt-Kriegers, der mit einer Art Speerwerfer jagte. Effektiv? Ja. Einfach? Zweifellos. Als wir herkamen, fiel es mir wieder ein. Und ich bin kurz davor, dieses altmodische Werkzeug enorm zu verbessern. Ich will es perfektionieren. Mit Maschinenteilen kann ich die Wurfbahn verbessern und so das Geschoss schneller machen. Boomer meint dagegen, dass man das Geschoss selbst verbessern sollte. Mit explosiven Spitzen. Sprengstock. Warum nicht beides? Das könnte gehen. Nur ein Haken. Ich brauche Teile, um mein erstes Modell zu bauen. Zunächst mal brauche ich... Stürmerhörner. Intakte. Ja, genau. Du musst sie abschießen, bevor die Maschine zu Boden geht. Sonst zerbrechen sie. Aber die echte Neuheit, sag's nicht weiter, ist eine Reishornrippe. Östlich von hier gibt es eins. Jag es in die Luft. Boomer! Besorg mir alles und die Waffe gehört dir. Gut, abgemacht. Das sollten genug Stürmerhörner für Della und Boomer sein. Jetzt brauche ich nur noch die Rippe von diesem Reishorn. Hätte nicht gedacht, dass du fit bist. Sagte das Eis. Da ist das Eishorn. Um die Rippe zu holen, muss ich es erledigen. Nur das noch drehen.
dann noch. Den Blick kenne ich. Du hast alle Teile, nicht wahr? Bitte sehr. Hervorragend! Gib mir nur ein paar Minuten für den Prototyp. Ich nehme die Version, die meine Arme dran lässt. Danke. Hi. Hast du Maschinen hochgejagt für die Teile? Oder Banditen? Du stehst echt auf Explosionen, hm? Bitte sehr. Mit den Sprengstöcken? Aber klar. Ist das sicher? Vermutlich. Krieg ich auch eins? Nein! Oh. Für dich machen wir noch was viel Besseres. Ba-boom! Rotschopf! Wie läuft's denn mit dem Speerwerfer? Du hast bestimmt Mordspaß. Wie wär's mit einem Seilwerfer? Aber Seile. Es gibt da etwas, das du wissen sollst. Oben bei Steinhall hat sich eine Tenakt-Gruppe verschanzt. Niemand weiß, warum sie hier sind. Einer unserer Veteranen will dorthin und herausfinden, was sie vorhaben. Tenakt im Utaro-Gebiet? Das klingt nicht gut. Deine Krieger sind. Kinder sind verdient. Es ist schwer, sie am Leben zu halten. Und es wird nicht leichter werden. Bisher haben die Rebellen nur Späher geschickt. Aber sie werden schon bald einen richtigen Angriff starten. Und wenn sie Maschinen mitbringen,
Dann werden wir mehr als nur eifrige Herzen brauchen. Du kennst dich wohl gut aus mit Tenakt-Taktiken. Als die Tenakt die Karcha-Räuber zurückschlugen, kämpfte ich an ihrer Seite. Die Tenakt lehrten dich zu kämpfen? Mehr als das. Sie lehrten mich, mit Metall zu arbeiten. Ich bin wohl der einzige Utaru, der das kann. Hätte nie gedacht, dass ich dieses Wissen mal gegen sie verwenden würde. Hier können wir frei reden. Und? Wie ist der Plan? Der Plan ist, dass ich neue Waffen für meine Leute bauen sollte. Mein bester Kletterer, Vors, sollte Material vom Trommelwurz holen. Dort oben sind Breitschlunde, die ihre Metallschoten sehen. Aber seit der Störung sind sie so gefährlich wie die Kletterpartie da hoch. Vors ist noch nicht zurück. Wir müssen uns verschanzen. Und uns läuft die Zeit davon. Wenn die Retterin von Meridian uns noch eine Weile helfen würde. Du könntest uns besorgen, was wir brauchen. Du weißt, wer ich bin. Rotes Haar, Bogen. Kämpft besser als 10 Krieger zusammen. Man kennt dich. Und man weiß von deiner Meinungsverschiedenheit mit dem Chor. Hilft Reinklang nicht. Reinklang hat all die entfernten Siedlungen aufgegeben. Dann geht doch einfach. Die sind eindeutig mehr und besser bewaffnet. Ihr könntet gehen, dann wärt ihr sicher. Kennst du diese Blumen, die so klein und weiß sind? Wenn sie fallen, sehen sie aus wie Schnee im Frühling. Meine Tochter nannte sie Winterlied. Sie trug ihre Samen bis zum Tag ihres letzten Atemzugs. Jetzt wachsen sie im Wäldchen, im Herzen von Flusslied. Ich habe sie selbst gepflanzt. Ebenso die Samen der Brüder und Schwestern, die in den roten Raubzügen gefallen sind. Wir. Ich. Lasse sie nicht zurück. Mein Beileid zu deiner Tochter. Raubzüge nahmen sie. Ich fand Frieden mit jedem Karcha, der von meinem Speer fiel. Alles, was ich jetzt noch von ihr habe, wächst hier im Wäldchen. Mich vertreibt kein Tenakt. Tragen alle Utaru Samen bei sich? Wir bekommen sie kurz nach unserer Geburt. Nach unserem Tod werden sie begraben. Denn unser Tod bringt neues Leben hervor. So bleiben wir in Einklang mit dem Rhythmus der Welt. Warum ist der Pfad hoch zum Trommelwurz so gefährlich? Diese Höhle versunkener Gänge und Abgründe können nur die Besten durchqueren. Er dient meinem Volk als sichere Zuflucht. Aber seit der Störung streifen Maschinen in den tiefsten Gängen umher. Aber dennoch leben Flusslied und der Hain von seinem Wasser. Wir sind mit ihm so sehr verbunden wie mit den Samen, die hinter dir wachsen. Ich weiß nicht mal, wie du heißt. Q. Ich bin der Metallweber von Flusslied. Aber du musst eigentlich nur wissen, dass ich mein Volk am Leben halten will. Dank dir könnten wir eine Chance haben. Erzähl mir mehr von den Metallschoten. Sie sind schwer anzusammeln. Die Breitschlunde sehen sie. Man muss schnell sein und sie sammeln, bevor Erde und Wasser sie aufnehmen. Aber ihr Metall gehört zu den robustesten überhaupt. Ohne die Schoten ist unsere Chance zu überleben sehr gering. Wenn ihr partout nicht weg wollt von hier, dann werden wir wohl Waffen bauen. Ich danke dir. Dann mal ran ans Werk. Folge mir. Hier lang. Mit diesen Schoten und viel Glück könnten wir am Ende vielleicht überleben. Hoffen wir, dass diese Sprosse es mit einem Maschinentrupp aufnehmen können.